Hallo zusammen bei Frau Weber Digital. Heute geht es weiter mit den Teilbarkeitsregeln. Und zwar wollen wir herausfinden, wann eine Zahl ohne Rest durch 9, 6 und 3 teilbar ist. Wir starten mit der Regel für die 9 und die Regel lautet, eine Zahl ist ohne Rest durch 9 teilbar, wenn ihre Quersumme durch 9 teilbar ist. So. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal klären, was denn die Quersumme einer Zahl ist. Wenn ich eine Zahl, zum Beispiel 117, mit Plättchen in der Stellenwerttafel lege, mache ich mal eben schnell, 117, ein Hunderter, ein Zehner und 7 Einer. Und dann die Anzahl der Plättchen addiere, erhalte ich die Quersumme. Also im Fall von 117 rechne ich 1 plus 1 plus 7, Quersumme wäre 9. Das notiere ich mir einmal schnell. Quersumme kürzen wir ab mit Q und S. So, die Quersumme ist wie gesagt 9. 9 kann ich durch 9 teilen, also kann ich auch 117 durch 9 teilen. Und warum das so ist, schauen wir uns jetzt einmal an. Wir stellen uns vor, wir hätten 117 Plättchen und die wollen wir an 9 Leute verteilen. Wir starten mit dem 100er. Wir haben 100 Plättchen. 99 dieser Plättchen kann ich ohne Rest an 9 Leute verteilen. Ein Plättchen bleibt übrig. Nehme ich meinen Zehner. Ich habe 10 Plättchen. 9 davon kann ich problemlos an 9 Leute verteilen ohne Rest. Ein Plättchen bleibt übrig. Und dann habe ich hier noch meine 7 einzelnen Plättchen. Die kann ich nicht an 9 Leute verteilen. Übrig bleiben also 7, 8, 9 Plättchen und die wiederum kann ich problemlos an 9 Leute verteilen. Das heißt, 117 kann ich ohne Rest an 9 Leute verteilen. 117 Plättchen. Das, was übrig blieb, ist genau die Quersumme. Und die wiederum können wir an 9 Leute verteilen. So, weiter geht's. Mit der Teilbarkeitsregel für die 6. Eine Zahl ist ohne Rest durch 6 teilbar, wenn sie durch 2 und durch 3 teilbar ist. Wann eine Zahl durch 2 teilbar ist, ohne Rest, haben wir schon im letzten Video gelernt. Die Zahl muss gerade sein, beziehungsweise die einer Stelle muss eine 0, 2, 4, 6 oder 8 haben. Müssen wir noch herausfinden, wann denn eine Zahl überhaupt durch 3 teilbar ist. Und da ist es genauso wie bei der Regel mit der 9, das gilt auch die Quersummenregel. Eine Zahl ist ohne Rest durch 3 teilbar, wenn ihre Quersumme durch 3 teilbar ist. So, wie immer wollen wir jetzt natürlich diese Regeln anwenden und ein bisschen üben. Ich habe dir hier 4 Zahlen notiert und wir wollen jetzt schauen, sind diese 4 Zahlen ohne Rest teilbar durch 9, 6 oder 3? Wir starten mit der 4132. Um zu wissen, ob die Zahl durch 9, 6 oder 3 teilbar ist, müssen wir erstmal die Quersumme berechnen. Die Quersumme lautet 4 plus 1 plus 3 plus 2 ist 10. So. 10 kann ich nicht durch 9 teilen, also kann ich auch 4132 nicht durch 9 teilen. 10 kann ich auch nicht durch 3 teilen. Und somit kann ich meine Zahl auch nicht durch 6 teilen, denn sie ist ja nicht durch 3 teilbar. Weiter geht's. Wie ist es jetzt mit 4134? Berechnen wieder die Quersumme. 4 plus 1 plus 3 plus 4 ist 12.
12 kann ich nicht durch 9 teilen, aber 12 kann ich durch 3 teilen. Das heißt, ich kann auch meine Zahl durch 3 teilen. Und jetzt müssen wir gucken. Durch 3 ist meine Zahl teilbar. Jetzt muss ich mir noch gucken, ist sie auch durch 2 teilbar? Ja, ist sie, denn es ist eine gerade Zahl. Das heißt, meine Zahl ist auch durch 6 teilbar, da sie durch 2 und durch 3 teilbar ist. 10.701. Quersumme ist 1 plus 7 plus 1. Ist 9. 9 kann ich durch 9 teilen. Das heißt, meine Zahl kann ich auch durch 9 teilen. 9 kann ich auch durch 3 teilen. So, jetzt muss ich nur noch schauen, kann ich meine Zahl durch 2 teilen? Kann ich nicht, denn die Zahl ist ungerade. Das heißt, ich kann sie nicht durch 6 teilen. 6.233. Quersumme. 6 plus 2 plus 3 plus 3 ist 14. 14 kann ich nicht durch 9 teilen. 14 kann ich auch nicht durch 3 teilen. Also kann ich die Zahl auch nicht durch 6 teilen. So, das war's. Wenn du heute etwas gelernt hast, freue ich mich über den Daumen nach oben. Das war's, bis zum nächsten Mal.